guten Morgen. Ja, schon guten Mittag. Schon 11. Etwas länger wach, hab schon gefrühstückt. Ich habe gestern wirklich nicht viel Bier getrunken. Und ich habe nur Bier getrunken, aber mein Birne tut so weh. Das hat mich richtig genervt. Nervt mich immer noch. Weil ich wollte trainieren. Was ich auch machen wollte. Aber die kommen hier in meinem Hostel nicht zu Rande. Und ich fahre um 1 Uhr schon mit dem Bus nach vorne nach. 4 Stunden. Und das wird mir, glaube ich, alles zu stressig. Also wenn ich jetzt vor 10 Minuten losgekommen wäre, wäre es okay gewesen. Dann wäre ich auf dem Trainingsplatz gefahren, hätte trainiert, wäre zurück, hätte was gegessen, geduscht, wäre in den Bus gesprungen. Aber jetzt wird die Zeit immer knapper. Ja. Okay, ich probiere es jetzt doch noch. Es ist jetzt 10 nach 11. Ich nehme es nur noch zu trinken. Greife in Grab. Ich trainiere 40, 45 Minuten, halt Klimmzüge und Dips und dann zurück, essen, duschen oder duschen, essen, Boss, das ist der Plan. Friseur wollte ich heute gehen, aber wird dann wohl die nächste Stadt. So, und keine 3 Minuten später habe ich doch umentschieden. Ich habe realistische Zeit angeschaut. Mit hinfahren, trainieren, zurückfahren. Nee, es wird nichts. Am Ende verpasse ich noch den Bus. Das wäre total schade. Hab gestern einfach reingeschissen. Wurde einfach angesprochen von einer Riesengruppe. Und mich dann verleiten lassen. Obwohl ich einfach nur mein Bett wollte. Und heute trainieren wollte. Naja, egal. Meine Schuld. Ist auch nicht so schlimm. Ich werde wieder trainieren die nächsten Tage. Wandern, vor allem Wandern, viel Wandern steht an, da freue ich mich sehr drauf. Ja, deswegen, ich muss Videos schneiden, ich muss ein paar Sachen planen, ich muss mich um Sachen daheim kümmern. Ja, mache ich jetzt beim Essen. Wir werden auf jeden Fall deutlich mehr als 4 Stunden brauchen für diese Fahrt. Mir gesagt, wir gut, ich habe 2 Joghurt fertig geschnitten. Ich habe 3 Äpfel gegessen. Und ich versuche jetzt halt Filme zu schauen und habe geschlafen. Ja, das ist der Stand der Dinge. Jetzt was essen. So richtig Appetit hatte ich nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Also ich fühle mich auch überhaupt nicht verkatert. Also diese körperliche Ermüdung ist einfach nicht da. Ich habe nur immer noch Kopfweh. Ich habe immer noch Kopfweh. Oh. Also ich habe gestern wirklich nicht viel getrunken. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht viel zu wenig Wasser getrunken habe und nichts zu Abend gegessen habe. Oh, schlaucht mich. Auf jeden Fall. Ich traue mich in die Kiste, schaue Filme. Jetzt die anderen gehen Free Bier trinken, dann bin ich natürlich raus, habe ich gar keinen Bock drauf. Muss ich ein bisschen meinen Tag morgen planen, man kann ja halt ziemlich viel machen, in Caves gehen und so weiter und so fort, aber ich glaube, auf einen Cave habe ich keinen Bock. Ich habe gesehen, man kann eine Mountainbike-Tour machen. Und das muss ich sagen, eine Mountainbike-Tour durch den Nationalpark, der hier außen rum ist, da hätte ich schon sehr Lust drauf. Ich hoffe, das klappt. Die Äpfel sind nicht unbedingt günstig, aber ich habe Bock auf Äpfel. Ja, ich pflanze mich jetzt hier erstmal ins Bett und chill. Das war wirklich ein Scheißtag. Ja, aber so ist es. Haben wir 5 Stunden im Bus gehockt oder 6, obwohl die gesagt haben, dauert 4. Naja, egal.